A goal for Liverpool. Moin Moin und Servus zu einer, ja, wie soll man es sagen, neuen Vorstellen, neuen Serie. Es ist einfach neues Spiel. Es ist die FIFA 15 Demo. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein. Hier sieht man schon Messi mit der altes und neues Covergesicht mit Beko am Arm. Ist es nicht die, von wo die Basketballliga sponsert? Keine Ahnung, Deutsch. Wir haben die Standardsprachen, zudem die ganzen skandinavischen Sprachen. Und ja, schauen wir mal hier auf das FIFA Lizenzprodukt. EA Sports. It's in the game. Das finde ich, sieht richtig geil, richtig gut gemacht, das Intro schon mal. Und weiterhin Messi jetzt mit seinem Face. Mal kurz ein bisschen rumtun. Ist jetzt nicht die erste, obwohl es tatsächlich nachher erst, weil jetzt halt starten wir erst noch rein. Spannung steigt, wenn ich endlich das X drücken kann. X drücken und wir starten gleich rein ins Spiel. Welcome to EA Sports Live Coverage of the Premier League. Today it's Liverpool against Manchester City. What a big day. The league title could be won here today. Stay glued. Schade, jetzt sehen wir nicht ganz das, was eigentlich eins der geilsten ist. Also auf alle Fälle sehen wir hier schon die neuen Kommentatoren mit Bildern. Wir haben die englische Version zumindest, deutschen Kommentaren. Wäre interessant, ob wir Frank Buschmann auch ein Bild von ihnen drin haben. Wäre ganz cool. Schade, dass wir hier das Bild nicht sehen, weil wenn man bei anderen Spielen war vorher, dass man von unten raufkommt und dann this is Anfield, dieses Schild oben. Sieht richtig geil aus. Manchester City mit dem Geld aus dem Mittleren Osten. Ja. Ja, ja, Touré sieht man hier gleich. Ist auch mit dem Geld gekommen. Ich glaube, die ganze Mannschaft hier. Simon Nasri rechts davon. Ja, wir spielen Liverpool gegen Manchester City. Wir sind Liverpool. Ich weiß nicht, warum Liverpool durchgeht. Aber es geht die Gastmannschaft hier durch. Aber, naja. Sieht aber, man sieht's. Sie haben was getan. Und es kommt richtig Stimmung her. Das ist auch neu gemacht. Ist zwar noch Egger und Pepe Reina drin. Aber ich hoffe, dass es bei den richtigen Spielern draußen also wieder verändert ist, weil wäre scheiße. Aber es sieht ganz geil aus, finde ich. Also hat Stil. Das ist ganz geil, weil sie sagen, Joe Hart beginnt im Tor vor Vincent Kompany. In Attack, Sergio Aguero joins up front with Edin Dzeko. Genau, im Sturm startet oder ist dabei Sergio Aguero mit Edin Dzeko. Ist eigentlich echt geil. Ich lasse absichtlich übrigens hier gerade das ganze da ganze Ding da. Und der Schiedsrichter Chris Foy auch ganz geil. Man sieht hier wirklich, dass dieses Barclays Premier League eingearbeitet ist in die ganzen Sachen. Das sieht richtig geil aus, finde ich. So. Winning team in England's top championship ever. Das sieht ein bisschen glitschig aus, finde ich. Der Rasen also hat schon mal geil ausgesehen. Aber es sind ja extrem viele Veränderungen gemacht worden an allem. Aber das werden wir alles schon noch sehen während dem Spiel. Oh, gleich mal Glenn Johnson hier durchschaut. Es ist nicht das erste Spiel. Ich habe das letzte Spiel, war ein richtig geiles Spiel. Es war ein 4-0. Und was ist dann passiert? Ist mir aufgefallen, dass ich den Spielesound auf minus 24 geregelt habe statt minus 10 und man hat einfach den Spielesound so gut wie nichts gehört. Und das ist richtig scheiße, man hört einfach nur meine Stimme. Und auch wenn die sehr unterhaltsam sein kann, denke ich mir mal, ganz alleine ist das echt mies. Auch mit, ich will ja einfach in der ersten FIFA-Folge hier wirklich einfach die Stimmung rüberwachsen lassen, vor allem weil die Stimmung hier ganz speziell ist, vor allem in Anfield. Wow, ich habe mal. Ich will es nochmal ganz kurz sehen, wenn ich dann Einwurf habe. Oh, schön. Geht durch. Keeper. Yes. Nein, irgendwie ein Jubel. Naja, es gibt nämlich auch neue Torjubel. Und man hat gemerkt, die Torhüter sind verändert worden. An den Torhütern wurde gearbeitet. Ob es besser oder schlechter ist. Ich habe schon wieder was durchglitschen sehen. Der erste Bug ungefähr. Mei. Da, normalerweise halten sie ihn fest. Aber ich weiß nicht, ob die besser oder stärker sind. Ich glaube, das wird sich während dem Spiel zeigen. Beziehungsweise wenn man das Spiel selber gekauft hat. Und was man hier schon sieht im Strafraum, der Rasen verändert sich.
Und was mir auch extrem gefehlt hat, dieses unten, wer der Torschütze ist, Minute, Nummer, das hat mir extrem gefehlt im letzten Spiel. Also das ist wesentlich geiler gemacht worden. Ich habe gerade geschaut, ob ich uns aufnehmen. Weil es mir auch schon ein paar Mal passiert. Und was wir auch später noch sehen müssen, werden, da muss ich ein bisschen rumquetschen dann, die ist total an den Stimmungen verändert worden. Also die Kommunikation zwischen den Spielern. Schauen wir mal, ob ich es schaffe kurz. Nee. Ich spiele immer brav. Aha. So, Daniel Sturridge. Sterling läuft und Ricky Lambert, schade. Fiorentino, der Brasilianer, war bei der Weltmeisterschaft dabei, Platz 4. Wir sind ja Weltmeister, Deutschland ist Weltmeister. Cool, dass ich es jetzt sage, irgendwie zwei Monate danach. Ganz einfach, weil es das erste Mal, dass ich jetzt ein Fußballspiel wieder spiele, zumindest aufnehme. Skrittel. So, aber hier sieht man, hat man gerade gesehen, das Spielfeld, hier sieht man es extrem stark. Das Spielfeld wird schlechter währenddessen. Es verändert sich während dem Spiel. Und ich hoffe, dass es vor allem in dieser Hälfte sich verändern wird, weil hier das ganze Spiel ablaufen wird in der ersten Halbzeit. Die Anzeigetafel sieht man auch links oben total verändert, Premier League mäßig, wie man es aus dem Fernseher kennt. Ich hoffe es, dass es auch mit der Bundesliga so ist, dass sie eine Bundesliga-Ding haben. Ja, schade. Hätte Steven Gerrard erstmal hier einen Zweikampf. Da, jetzt schade. Komm schon, lass dich faulen. Was ein Wichser. Das gibt's nicht. Scheiß Silber, Alter. So, genau. Nein, geh doch nicht hin. Da hab ich keinen Bock mehr. Machen wir halt ein Tor. Oder auch keins. So, meiner. 3-2-1-1. Aber wirklich, das Spielfeld wird immer schlechter währenddessen. Und ja, was haben sie noch verändert? Wie gesagt, Torhüter, 50 neue Paraden. Dann haben sie im Ultimate Team... Wow, starker Kopfball von Daniel Sturridge. Jetzt müssen noch Gelb geben. Was sie auch total... Ja, komm, lass stecken. Was sie noch geändert haben, man kann jetzt bei Ultimate Team sich im EA-Katalog Live-Verträge für gute Spieler, zum Beispiel jetzt, sag ich mal, Ribéry, Ronaldo, Messi holen. Und das ist richtig geil. Du hast sie halt nicht gekauft, sondern halt bloß ausgeliehen. Oh, schade. Du hast wie hier den Torwart. Der sieht, das kann was werden und er läuft raus. Hatten wir, glaube ich, davor nicht so extrem, zumindest auch nicht die Entfernung. Alles, was außerhalb des Fünfers war, sorry, dass ich gerade erhöhe, oder zumindest, wenn es hochkommt. Alles, was außerhalb des Fünfers war, war hier Tabuthema. Und theoretisch müssten die jetzt auch wissen, wann sie auf die Idee kommen müssen. Oh, oh. Müsste Gelb-Rot geben. Ja. Fuck. Henderson. Englischer WM-Teilnehmer. Fuck. Ich dachte, da komme ich wirklich am Ball noch. Ja, von hinten ist klar. Muss Gelb geben. Und dann... Wow, aber der eine müsste sich doch dabei gerade das Genick gebrochen haben. Krass, wie es gerade ausgesehen hat. Hart, hart. Und jetzt auch. So, komm. Henderson, Gelb-Rot. Aber ich finde das echt cool, dass sie jetzt mit Spielergesichtern das gemacht haben. Aber was ich noch angefangen wollte, die Torhüter müssen jetzt theoretisch wissen, wann sie rauslaufen müssen, wenn der Ball 20 Meter vom Tor ist, wann sie wegschlagen müssen und wann sie den Ball ruhig aufnehmen können. Oh fuck, der war schlecht von Lambert. Aber Lambert kriegt nochmal die Chance. Lambert, Ricky Lambert. Boah, abseits. Was auch richtig geil ist, das werden wir vielleicht noch sehen, wenn du ein Abseits ist und danach ein Tor schießt, dann läuft erst zum Tor und rafft dann erst, hoppala, es war abseits. Also das ist auch richtig geil. Das hatte ich vorhin mit Vincent Kompany den Kopfballtor gemacht. Aber zum Glück im Abseits. Fuck. Warum fehlt Henderson mit ZDM? Nee, stimmt gar nicht. Was hat denn der? Henderson hat rechts Mittelfeld, glaube ich, gespielt, von mir aus gesehen. Mei. Boah. Ich finde die Spiel... Steh auf! Oh, Junge. Halbzeit. Und jetzt kommt was richtig, richtig Geiles. Das lasse ich jetzt auf. Sorry, es muss jetzt ertragen, aber ich finde, das ist mit eins der geilsten Erneuerungen vom ganzen Spiel. Jetzt mal gehen wir in die Pause. Jetzt. Ich bin jetzt auch extra leise. Hier. 1-0 the score with Liverpool leading. Let's take a look at the highlights from the first half.
Highlights als ersten Halbzeit. Und ich finde, mit diesem schwarzen Unterbild-Ding sieht es richtig geil aus. Und jetzt will ich noch zum Damentor. Mit diesem Ton vom Kommentar. Oh. Kriegst du einen Orgasmus, Alter. Jetzt will ich schauen, ob was bei der gelb-roten Karte kommt, ob sie da auch was sagen. Bin mal gespannt. Also gelbe Karte sagen sie nichts. Boah, da, der muss sich eins Genick brechen. Okay, sagen sie nichts, schade. Ja, Halbzeit und das Menü ist auch verändert worden, zumindest teilweise. Diese Krachen sind geblieben. Aber was hier ganz geil ist, wir haben jetzt hier oben die boah, cool, die kann ich auch so verändern. Okay. Bin gerade ein bisschen am rumprobieren. Okay, das kann ich mit. Das kann ich hier alles mit den Dingern verändern. Geil, was ich hier alles verändern kann. Das kann ich auch verändern. Dann habe ich oben eben diese. Was gut ist, Schießen ist gut, Tempo ist gut, Defensiv ist beschissen. Aber ich tue Ellen raus, weil für den kommt Coutinho. Philipp Coutinho, Alter, einer der geilsten Spieler, es gibt. Der ist ja von Inter Mailand gekommen. Richtig starker Spieler. Und ja, hier Sterling Tempo. Wie wird denn der? Antritt 92, also bitte. So, und ich würde sagen, wir starten in die zweite Halbzeit. Coutinho kommt. Boah, was mir gerade auffällt, links oben bei Liverpool ist jetzt so ein Ding drin, rote Karte bekommen. Wie geil ist das denn? Richtig, richtig geil. Übrigens, was ich später auch noch, zwei Dinge in der nächsten Folge, wird es dann um FIFA 14, FIFA 15 Ultimate Team geben. Die werden die Meister, wenn es so bleibt, hat der Kommentator gerade gesagt. Ja, es sieht gut aus. Liverpool war letztes Jahr als Zweiter, hat lange gut mitgespielt, war lange vorne dran und dann hat doch irgendwie das Geld aus dem Mittleren Osten gewonnen. Fand ich traurig. Finde ich nicht geil. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, zwei Dinge. Einmal in der nächsten Folge 15 Ultimate Team, zumindest mal reinschauen, wie das Ganze aussehen wird. Und was ich auch noch zeigen will, und das mache ich sogar in der Folge noch, das ist ein Kommentar über die Premier League und es zeigt, wo EA die Hauptstudios hat, nämlich in London, soweit ich weiß, beziehungsweise in England, weil das wird so geil, was da dann dastehen wird, weil ist nicht meine Meinung. Und ich glaube, viele der Deutschen auch nicht, aber das werdet ihr dann gleich sehen. So, wie sind die Ein- und Auswechslung? Oh, ich hab da irgendwie mehr erhofft. Sabaleta. Liverpool ist ja, beziehungsweise EA, nee, Liverpool tut ja extrem mit EA dieses Jahr zusammenarbeiten, deswegen sind die auch hier im Kickoff-Spiel. Das, seit letztem Jahr macht ja EA diese Partnerschaften mit den Vereinen. Da steht kein Spieler. Das wollte eigentlich auch ein bisschen weiter nach vorne. Hier bin ich übrigens relativ gerade. Extrem gut, wie diese Streifen, da wo mein Spieler ist, wie diese Streifen da aussehen. Wenn sich verändert, mein Handy hat gedreht. Aus. So. Hat viele Partnerschaften gemacht. Und dieses Jahr ist eben Liverpool dran. Letztes Jahr war es ja Barca, da war es Eröffnungsspiel auch Barca gegen Real. Wenn man in das Demo reingekommen ist. Boah, starke Kicker. So. Storage. Komm, Sterling, du hast Pace. Zieh mal an, Junge, schön. Und deswegen ist auch dies hier so angepriesen auf der Website von... Boah, scheiße, das war zum Beispiel stark vom Keeper. Die auf der Liverpooler Facebook-Seite wird auch total dieses Spiel total angepriesen und weiß gut ich was. Boah, schade. Und auch die ganzen neuen Torjubel und alles sind größtenteils mit den Liverpool-Spielern gemacht, einfach eben... So, Coutinho, scheiße. Brauche noch eine Ecke, weil ich wollte noch was zeigen. Was richtig cool ist, was automatisch dieses Jahr ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Kann auch sein, dass es einfach nur in der Demo eingefügt worden ist. Boah, fuck. Was macht Kompany so weit vorne? Vincent Kompany, Tor in der 73. Spielminute.
Oh. Aber das, ich finde es immer. Übrigens, hier diese Abnutzung vom Rasen ist hier extrem hart. Warum läufst du nicht weiter? Komm schon, Johnson. Komm schon. Schade. Bandenwerbung ist auch anders. Ich habe heute Dzeko gegen Jovetic kommt. Okay. Da hinten sieht man sehr Follow Us und weiß nicht wie viele Sachen. Barclays Premier League wird angeboten. Ich glaube, das war in der letzten Jahr schon so. Aber eben dieses Warriors und so ist komplett neu mit der Werbung. So, Dean Egger, der jetzt bei Brøndby spielt. Sturridge. Komm, Sterling. Setzt sich schon durch, der Kleine. Aber zu kurz. Schade. So, jetzt Sturridge. Zeig mir, was du kannst, Junge. Warum du letztes Jahr so stark warst. Mit Luis Suarez wollte ich gerade sagen, aber... Ja. Also dieses Jahr das Nachfolger von Luis Suarez ist ja Ding gekommen. Mario Balotelli, richtig stark. Kumpel von mir, Nico, hat gesagt, es wäre ein Abstieg für Balotelli, aber ich glaube nicht mal. Liverpool hat sich im letzten Jahr extrem gut gemacht, hat extrem viel mit der Jugendarbeit gemacht. Boah, schade. Da hat man auch gesehen, Keeper ist in Rückenlage gekommen und dadurch ist er am Boden gefallen. Also ist ganz geil gemacht. 7 Paraden von Joe Hart bereits. Sagt schon einiges über, Spiel, über dieses Spiel aus. Aber ich habe noch nicht gut so geil zeigen können, was es ist, wenn sie so faulen und was dann los ist. Ricky Lambert. Schussfinte. Zirkelt. Oh. Also die Keeper halten wesentlich, halten die Bälle nicht mehr fest. Das merkt man. Und ja. So, Flan, Hand. Ich glaube, das ist standardmäßig aus. Lambert! Boah, leck mich hart. Joe Hart mit einer Fußabwehr und zwar einer richtig geilen. So. Und jetzt habe ich nochmal die Ecke, 94. Was ich jetzt noch zeigen wollte, Standardsituation. Hier kannst du zum Beispiel Lauf an den Strafraum ran, Torwart zustellen, was ich jetzt machen werde. Und da merkst du auch, die brauchen ein bisschen, aber... Ah, verdammt. Scheiße, okay. Die laufen an den Torwart zu, laufen an den zweiten Pfosten, laufen an den ersten Pfosten und... Spielende. Warum tut jetzt Manchester City jubeln? Hä? Was auch sein könnte, letztes Jahr war, glaube ich, am letzten Spieltag mal so ein Spiel. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt, fuck, da wäre jetzt noch die Torjubel, das Ding gekommen, aber egal. So, wir beenden mal die Partie. Am Ende kommen auch nochmal solche Spiele-Highlights. Was ist das für ein Lied? Ich hoffe jetzt, dass keine Gamer ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sorry, dass jetzt gerade mein Mikrofon ein bisschen raschelt. So, und was ich hier noch zeigen wollte... dieses hier, die weltweit beliebteste Liga... Nun auch die authentischste, mit 21 Stellen Audio und Kommentaren vom Feinsten und über 200 neuen Spielgesichtern. Weltweit beliebteste Liga? Ich bezweifle es mal. Naja. Gut, dann verabschiede ich mich mal für die Folge. Schau der nächsten Folge vorbei, wo es dann ums Ultimate Team geht. Das haben wir dann... falscher Stick. Das hier. Ultimate Demo Experience jetzt starten. Ja. Einfach mal reinschauen. Ich würde sagen... Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüssikowski. Euer Nerdplay.